Also, aufgemerkt. In Hirschhorn. Erstes Eiskaffee, links. Gibt's nur Eiskaffee und Eisschokolade und Kaffee. Aber kein Bananensplit für den Ausreiter. Gehe ich über im Stadtcafé oder wie das heißt, gibt es auch keinen Bananensplit. Also zumindest hat es keiner versucht. Also es gab da so 7 Sorte Eis. Und im Ortseingang von Hirschhorn, erste Eisdiele rechts, das sah jetzt mal nicht so vertrauenswürdig aus, wenn ich das mal so sagen darf. War jetzt eher so suboptimal, dieses Hirschhorn. Das Hirschhorn hat eine super schöne Altstadt, aber ist halt quasi ausgestorben, leider. Irgendwann fahren wir da auch noch einmal hin und gucken uns das genauer an. Das war jetzt halt nur so ein so ein Abstecher halt für die zwei Besucher aus dem wilden Süden und dem hohen Norden. Weil Taunus ist ja schon nördlich. So, jetzt sind wir hier auf so einer Landzunge. Da fließt der Neckar einmal drumherum. Vor einigen Jahren hat man hier einen Tunnel gebaut, damit man nicht mehr außenrum um diese Landzunge fahren muss. Also um diese Neckarschleife herumfahren muss. Das ist von der Verkehrsführung her ein bisschen verwirrend, aber für die Umgehung quasi fahren wollen, ist es halt deutlich einfacher. Aber ich habe so das Gefühl, das hat dieser Gemeinde oder dieser Stadt Hirschhorn so ein bisschen die Besucherzahlen gekostet. Wie so oft, wenn man so Umgehungsprojekte macht. Da stellt sich ja oft genug die Frage, welche Auswirkungen hat denn das? Wir fahren jetzt quasi auf dieser Landzunge Richtung Landesinnere oder so, also Richtung Eberbach. Und in der Nähe von Eberbach wird sich der Patte dann verabschieden Richtung Ludwigsburg. Der Ausreiter wird uns wieder zurück in Odenwald, also im Vorderen, da wo ich herkomme, begleiten und wird dann von dort aus Richtung Heimat fahren. Across the tracks, started my eyes, kissed it goodbye. Kissed it goodbye, 'cause no, it's never going easy. I drove across this mountain high. I set my sights on empty skies, 'cause love, no, it never breaks easy. Jumping into the unknown, just be adventurous.
adventurers, adventurers. You could be my wrecking ball, shiver, shake, and watch me fall. Learn to love these hidden walls. Just be adventurers, adventurers, adventurers. I put this home in my pocket. Is no, it's never coming easy. Out in the stars, we carved our hearts into the ceiling. 'Cause we're still breathing. No, no, it never breaks easy. Also dann, schön war's. Bis demnächst in diesem Theater. Gute Fahrt, genau, ja. Dir auch. Gute Fahrt, genau. Wie lange fährst du noch? 1,5 Stunden, sagt er jetzt, mit Kurven. Also dann, ja. Tschüssi. Mach's gut, hat euch gefallen. Ciao. Ciao. So, der Pater hat sich verabschiedet. Er hat jetzt noch 1,5 Stunden Fahrt bis nach Leonberg, hat er gesagt, laut Navi. Wir fahren jetzt hier zurück. Quasi bis an den Startpunkt der heutigen Reise. Wir haben uns ja mit dem Ausreiter bei mir zu Hause an meinem Wohnort getroffen. Da fahren wir jetzt hin und von da lotsen wir ihn auf die Autobahn und da kann er dann just in time, wie man so schön sagt, ist er dann wieder im Taunus. Across the tracks, dot in my eyes, kissed it goodbye. Stick it by, 'cause no, no, it's never going easy. I drove across this mountain high. I set my sights on empty skies, 'cause love, no, it never breaks easy. 'Cause love, no, it never breaks easy. To use these fragile bones, jumping into the unknown. Just be adventurers, adventurers. You could be my wrecking ball, shiver, shake, and watch me fall. Learn to love these hidden walls. Just be adventurers, adventurers, adventurers.
fragile bones, jumping into the unknown. And just be adventurous, adventurous, adventurous. Let me break. Ciao. Findest du das? Ei, klar. Ja. Also, die Burg ist hier eigentlich auch, das ist eine ziemlich breite Bundesstraße, ist halt scheiße. Und auf der Autobahn, aber du willst ja heim. Ja. Ja. 1847. Passt doch. Ja. Gut. Okay. Ja, du auch. Geile Tour. Man sieht und hört sich, ja? Geile Tour. Ja. So, letzter Stopp, Bad König. Den Ausreiter haben wir hier über die Schnellstraße geschickt, damit er rechtzeitig im Taunus ist. Ich habe dir noch kurz die Füße vertreten, respektive das Knie. Und der Axel ist, weil er einen Anschlusstermin hat, auch schon losgeballert. War eine sehr schöne Tour mit sehr schönen Strecken. Und weil alle immer sagen, im Odenwald stehen so viele Blitze. Einen haben wir gesehen. Und der war noch nicht mal stationär, sondern es war am Marbach-Stausee. Haben wir mal wieder versucht, die üblichen Verdächtigen zu blitzen. Von vorne. Ja. Drei Tropfen Wasser haben wir abgekriegt. Wäre nett. Ich hoffe, der Thomas kommt trocken bis in Taunus. Ja, und ansonsten war es das für heute gewesen. Eine Tour quer durch den Odenwald mit Startpunkt an der Grillhütte Ebersberg bis runter zum Neckar inklusive Schleusenüberfahrt. Einer langen Fahrt durch den Wald bei überwiegend schönem Wetter. Im Wald war es halt ein bisschen kalt, aber ansonsten hat es alles gepasst. An der Stelle nochmal schönen Gruß an der Ausreiter und an Patte. Ich bin mal gespannt auf eure Dual-Vlog-Videos und auf die 360-Grad-Aufnahmen vom Ausreiter. Und natürlich ein Gruß an der Axel, der die Rückfahrt geleitet hat. In diesem Sinne, see you on the road. Wir singen.